Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Child of Light Tag Nummer 2 alias Part 5. Ich bin Kagami, freut mich, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife werden wir uns jetzt einfach ins Spiel begeben. Suche nach Inhalten zum Runterladen. Interessiert uns nicht. Ich hoffe, dass das mit dem Speichern so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ansonsten, sieht das jetzt ein bisschen blöd aus. Und während ich vorhin auf dem Weg nach Hause war und über dieses liebe Spiel, auf das ich mich wieder riesig gefreut habe, nachgedacht habe, ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass ich in der Tat eine Truhe übersehen hatte, die wir hätten einsammeln können. Das war in diesem Zahnradraum, der eigentlich ein Ventilraum ist mit diesen komischen Röhren. Tiefe, dunkle Brunnen. Okay, wir haben uns aus Versehen direkt ins nächste Gebiet begeben. Das ist aber gar nicht so schlimm. Ja, ich habe es gerade wieder gestartet und Fasst es einfach als weiteres Rumwundern über die Grafik auf. Ich finde das so schick. Ich finde das sowas von schick. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Nichtsdestotrotz, dann sollten wir hier eigentlich auch wieder herreisen können irgendwie. Ah, wie war das jetzt? Genau, ins Capillidorf. Ach, das jetzt geht alles noch zum Mathildeswald. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nur 70 Truhen in dem Game gibt. Nichtsdestotrotz, müssen wir nochmal ganz kurz zum Altar. Ja, dann möchten wir hin. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich das dann nicht übersehen hatte. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in diese Tür nochmal reingegangen sind. Deswegen werden wir dann nochmal ganz schnell nachgucken. Achso, hier oben war das. Hoppla. Ich habe mich die Musik so mitgerissen. Es ist auch noch ein Überraschungsschlag. Ich habe nicht gesehen... Achso, ich habe einen Überraschungsschlag. So, okay. Dann fangen wir zuerst mit dem Buff hier an. Bam! Nein, wir wollen nicht das... Nein, ich habe vergessen weiterzumachen. Zack. Alter. Rubella holt so viel Hart dazu. Das ist ja richtig heftig. Ja, mach du deinen betäubenden Biss. Unterbrechen wir erstmal geschickt. Und dann machen wir dich kaputt. Und da haben wir auch schon unser erstes Level-Up für heute. Oh, plus ein Crit-Chance. Und einen ungeschliffenen Rubin. So. Das sollte ja dann... Das war, glaube ich, kurz vor diesem Bossraum. Mit diesen Viechern, die den Kopf nach mir geschmissen haben. Also, dann können wir hier drüber fliegen. Es gab noch irgendwas Zweites, was ich eigentlich, glaube ich, machen wollte. Was habe ich schon wieder vergessen? Also, hier ist das. Ach ja, im Hintergrund das große Mädchen mit der Harfe und ein Schloss. Wasserfall. Moment, die hätte ich doch schon aufgemacht, oder?
Ja, okay. Ja. So. Hoppla. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich es in der falschen Reihenfolge aufgesammelt. Hier ist diese Krähe. Mit dem Hut. Hier ist die Banshee. Und jetzt sollte direkt dieses Zimmer kommen. Genau. Das war, glaube ich, der einzige Raum, wo wir uns nicht weiter umgeguckt haben. Ja, super. Ich habe es richtig in Erinnerung. Zack. Ein ungeschliffener Saphir. Zweimal. Okay. So. Was war Nummer 2? Ich konnte es eben kaum abwarten, dass ich weiterspielen kann. Hoppla. Oh. Einen hereingelegt. Na gut, die Banshee werden wir nicht mehr aufhalten können. Und doch, wir haben es geschafft. Oh, und sie ist mit einem Schlag gestorben. Nee, wir wollen nicht, dass du nochmal dran kommst, Spindchen. Ah, für Aurora hat es nicht gereicht zum Level Up. Ja gut, die Kiste. Gut, das war eigentlich das Wichtigste, was ich machen wollte. Dann, gehen wir doch jetzt zurück in dieses komische Capilli-Dorf. Aber bevor wir uns hier auseinandersetzen. Was ich kann mit den. Eine besoffene Krähe. Okay. Bevor wir uns hier weiter jetzt mit auseinandersetzen. Oh, das ist ja wirklich ein Dorf. Also ich kann hier nicht wieder weg. So habe ich es mir jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Da haben wir einen Questgeber. Und hier sind schon wieder irgendwelche Gegner. Ja, wie machen wir das dann am besten? Dann müssen wir es über den langen Weg machen. Alter. Weil das hier scheint ja storymäßig weiterzugehen. Und wir hatten da noch... Oh, wir hatten da noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Vielleicht war es auch das, an was ich gedacht habe. Dass wir den noch ganz schnell mitnehmen, bevor wir das, jetzt in der Story weiterlaufen. Zack. Und da haben wir auch ein Level-Up für unsere liebe Aurora. 5 Magic Resist und 3 Magie haben wir gekriegt. So. Dann müssen wir jetzt hier runter. Genau, hier hin. Zum Dornbaum. So, dann wollen wir doch hier nochmal ganz fix durchfliegen. So, hier war dieser komische Käfer, genau. Wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Genau, und dann war hier hinten irgendwo dieser Weg, der nach oben ging. Die
den wir gestern noch nicht fertig gemacht hatten. Weil ich dachte, dass es dort storymäßig weitergeht. Das war sogar, glaube ich, hier direkt. Ja. Okay, hier haben wir diesen Greif. Du brauchst nicht gleich so schreien, weil ich dich ganz kurz anblinke. Genau, hier war das. Wollen wir nochmal schauen, wo wir hier hinkommen? Okay, wie bewege ich mich hier? Kann ich da runter? Ach du grüne Neune! Ob wir dagegen eine Chance haben? Irgendein optionaler Boss oder sowas? Ja gut, wenn ich das Gebiet wechsle, speichert er dann automatisch ab. Das muss ich ganz kurz nachgucken. Ob der das saved? Hier speichert er natürlich nicht. Ja gut, dann kämpfen wir erstmal gegen den Greif. Weil das irgendwie nach jedem... Oder gegen das Tier, das ist ja einfacher. Weil das danach abspeichert. Da hat man unten diese komische weiße Kugel, die ganz kurz leuchtet. Das ist das Abspeichern hier. Nicht, dass wir dann gegen dieses große Vieh sterben und dann den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Und tschüss. Und einen Zaubertrank haben wir noch als Belohnung gekriegt. Da, das ist dieses Speichersymbol. Das sollte jetzt also allen Fortschritt bis hierhin gespeichert haben. Ob wir dann direkt hier wieder starten, weiß ich nicht. Aber gut, probieren geht über Studieren. Haben wir hier einen Geheimgang oder sowas? Ne, haben wir nicht. Und dann komm doch her, du komisches, riesiges Vogelpieps. Gut, diese Dinger haben uns, glaube ich, gestunt für den ganzen Zeitraum. Deswegen werden wir uns um dieses Spinnchen zuerst kümmern. Okay, das ging fix. Alter Schwede, 51... Okay, dann noch die Casey, damit sie uns nicht unterbrechen kann zwischendurch. Das kann sich natürlich auch buffen. Ja, okay, das war gut. Hat es noch einen Zug verschwendet. Das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ja gut, probieren wir das einfach mal aus, was es abzieht. Wofür sollten wir sonst MP verbrauchen, wenn nicht für solche Kämpfe? Oh, eine 70? Das ist Hardcore. Und wir unterbrechen es nochmal. Mal gucken, ob wir es so weit slowen können, dass unsere liebe Aurora das auch nochmal schafft. Komm. Sehr schön. Ja gut, der hat jetzt nicht so viele schöne Skills. Na komm schon, das schaffen wir. Gibst du noch einen Lichtstrahl ab und du solltest jetzt unterbrechen, ganz genau. Schön. Und du wirst nochmal unterbrochen. Bäm. Alter. Okay, also auf jeden Fall eine ganz schöne... Ein ganz schönes Hitpoint-Polster. So, jetzt haben wir keine Magiepunkte mehr.
Na? Das wird knapp. Okay. Nämlich kein Luna-Skill mehr. Okay. 2400 Experience. Und 5 Armor. Magic Resist und noch einen Skillpunkt. Ein Verteidigungssternstaub. Aber schön doch. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Das ist eine Notiz oder so. Anscheinend nicht. Okay. So, dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Haben wir noch eine Truhe gefunden. Diesen Weg hier abgegrast. Dann können wir uns jetzt in diese Stadt begeben. Mit den Vögelchen, die sich betrinken und sowas. Autsch. Gleich noch ein bisschen Mana mitgenommen. Oh! Hoppla. Das habe ich übersehen. Damit sollten wir beide unterbrechen. Ah. Nicht doch. Auch wieder so ein Käferding. Die Truhe haben wir aufgemacht. Und damit haben wir jetzt auch volles Mana. Okay, ich finde das komisch. Wir können so in diese Stadt rein. Aber wir konnten vorhin nicht mehr zurück. Naja, okay. Kra. Kra, kra. Okay. Nach stundenlangen Leuten mit Quatschen mit Leuten sollte ich nicht versuchen, irgendwelche Tiergeräusche nachzumachen. Ich bin schon ganz schön heiser. Okay, was haben wir hier? Eine Kiste. Mit einem Heiltonikum. So, mit euch Vogelpiepsen kann ich auch reden. Kra. Ja, sollte mich auch anders halten, was ich sage. Okay, da kann ich nach hinten gehen. Ah, das erklärt, wo ich hier bin. Okay. So, und das Häuschen kann ich auch rein. Okay. Ein großer Vogelpieps. Ungeschliffener Smaragd. Bist du sauer auf mich, Vogel? Es tut mir leid, wenn ich dir was geklaut habe. Das Spiel hat mir aber erzählt, dass ich das machen soll. Ach, das Design ist so schick. Ich mag dieses Bilderbuch-Design, ist einfach klasse. Da gibt's nichts dran zu rütteln. So, okay, ihr sagt das auch. Kann ich auch mit dir reden, Vogelpieps? Nein. Und hier hinten ist Schluss, okay. Ist hier oben noch was Schönes? Nee, okay. Der besoffene Vogel, Mann.
Oh Mann. Und ein Fröschchen haben wir da auch. Okay, das war der Weg nach unten. Und da haben wir den Questgeber. Ich möchte eigentlich zuerst ins Haus rein. Na gut. Gucken wir uns erstmal um. Ah ja, und hier hinten war das. Entschuldigt, Herr, habt ihr Sonne oder Mond in diesem Brunnen? Hurra, Prinzessin, ihr seid da. Nicht doch, seht ihr denn nicht? Ach nee, allein ich wieder bin. Rios Vater und Icke sind Zauberer. Bewahren das Dorf vor Ungemach. Vorräte auffüllen wollt ich nur. Verließ den Ort an diesem Tag. Zack, in Vögel hat die dunkle Königin mein Volk verwandelt. Nur das Wasser der Lethe sie jetzt noch heilen kann. Dorthin zu gehen wäre gut gehandelt. Jedoch die Angst hat, armer Mann. Der Brunnen führt sicher nicht tief hinein. Los, Finn, spring hinein. Finn in Not. Ihr sagt, ihr könnt zaubern? Jawohl, Prinzessin, ohne dass ich mir lobe. Am Brunnen stellen wir's auf die Probe. Hurra, ich bin der Finn. Aurora, nenn mich nicht Prinzessin. Finn hat sich der Gruppe angeschlossen. Er hat so eine coole Leuchtkugel da oben mit. Okay. Brr, welch schauriger Ort. Hier riecht es nach Tod, nach Mord. Dann wollen wir uns doch das mal zu Gemüte führen, was der liebe Opa kann. Lauffeuer fügt einer anvisierten dunklen Kreatur Feuerelementarschaden zu. Feuer ist eine starke Waffe gegen Erde, aber schwach gegen Wasser. Eine starke Waffe gegen Wasser. Ein kräftiger Schlag auf den Kopf mit einem Stab. Lauffeuer alle, okay. Lauffeuer Level 2. Und das ist Tempo. Die Sanduhr ist also Tempo. Monsun fügt einer anvisierten dunklen Kreatur Wasserschaden. Stark gegen Feuer, schwach gegen Blitz. Okay, der kann sich auf die verschiedenen Elemente spezialisieren. Zorn der Capilli erhöht die Wirksamkeit aller Zauber um 20%. Dies ist eine passive Fähigkeit. Und hier oben haben wir Blitzschlag, alle. Ja gut, ich mag eigentlich die Rupella ganz gerne. Ganz einfach deswegen, weil sie halt einen Heal und einen Revive-Spell hat und auch eigentlich ziemlich tanky ist für das, was sie kann. Ich freue mich schon, dass wir nur noch ein Level steigen müssen, damit wir den 20% Konter kriegen, der seit 100 gefühlten Jahren nicht mehr passiert ist. So, mit ihr wollte ich... Wo sind wir denn jetzt da? Genau, da wollten wir da hingehen. Zack und zack. Gut, er kann von jedem Element schon einen Zauber. Im Ernstfall. Okay, und hier haben wir Devstats und keine Sanduhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann würde ich sagen, einfach nur, wenn wir noch nicht wissen... Na gut, wir haben keine wirkliche Relation zum Tempo, ob es da jetzt noch bessere Felder dafür gibt. Machen wir einfach so.
und schnappen uns erstmal die Temposachen. Um den Rest kümmern wir uns dann anschließend. Ah, okay. Damit haben wir das hier abgeschlossen, soweit. Und auf geht's in den Brunnen. Okay. Ach, schaut euch den Raucheffekt an. Mann, ich kann mich nicht einkriegen. Ich kann mich nicht einkriegen, wenn ich das sehe. Ganz ehrlich nicht. So, da hinten haben wir wieder ein Spinnchen. Das sind aber vermutlich verbesserte Spinnen. Ja. Wähle Gruppe um Kämpfer auf. Ah, man kann sie auch in-game wechseln. Also in-game sage ich schon, im Kampf selber. Das heißt, man kann also auf die Sachen auch noch abspielen, beziehungsweise sich einstellen. So. Oh, mal gucken, ob wir das Spinnchen nicht davon abhalten können, irgendwas zu machen. Sehr schön. 5 Armor. Oh, und ein Ausweichprozent. Das ist doch was Feines. Einen ungeschliffenen Smaragd noch als Belohnung. Wir müssen schleunigst von hier fort. Beruhigt euch. Zügelt eure Angst. Sofort. Wir sind nur wenige und eine halbe Portion. Vielleicht lasst ihr mir ja zurück an diesen Ort. Ja. Ein ungeschliffener Saphir. Achso, von hier kommen wir, ja, stimmt. Ein Geheimgang oder sowas gibt es nicht. Oh, schaut euch das an, Leute. Schaut euch an, wie das aussieht. Hoppla. Das war knapp. Okay. Ein Überraschungsschlag für uns. Nichts. Frostige Berührung. 19 Damage und noch eine frostige Berührung. Na gut, das schaffen wir nicht mehr. Alter. Ah, ich habe vergessen zu leveln, ja. Einen schönen Konter, 20%. Oh, ist ausgewichen. So, damit solltest du nicht nochmal drankommen. Alter! Voll die Tankspinne mit haufenweise Ausweichstats. Eine Wiederbelebungspotion. Bravo, Mann mit dem Bart. Seid ihr ein Magier? Das kann man wohl sagen. Kommt zum Zirkus, versucht euer Glück. Sie lädt dich zur Probe, welch Pleasier. Auf einer Bühne machst du Witze? Verfüttert mir lieber gleich ein Greifentier.
Gehen wir zuerst nach rechts oder nach links? Da muss ich mal ganz kurz was schauen. Okay. Sorry. Muss ein bisschen im Blick behalten, wie groß die Parts werden. Ah, schade, sie hat es nicht mehr in den Kreis reingeschafft vorher. In den Kreis, sag ich schon, in den Balken. Zack. So, ja, dann mach du noch einmal deinen Skill. Wir werden jetzt nämlich dafür sorgen, dass sich unsere beiden lieben Mädchen noch einmal healen, bevor es weitergeht. Bringt ja nichts, wenn wir die ganze Zeit die Blümchen einsammeln, beziehungsweise diese Wünsche, und von den Mana-Punkten nichts haben, die wir einsammeln. Ich habe schon wieder vergessen, das Dings aufzuleveln. Okay, er bekommt trotzdem Experience, das war das, was ich mich gefragt habe. 6 Magic Resist, 5 Armor, 2 Magie und ein ungeschliffener Rubin. Und ein ungeschliffener Saphir. Hoppla, nein, das wollte ich nicht. So. Damit haben wir unseren Konter. Er. Achso, ich hatte nur ein Pünktchen, okay. So, dann kriegst du da einen verbesserten Schlag und hier unten dann das neue Tempo. Und dann haben wir es mit Aurora ja fast geschafft, dass wir uns diesen Lichtstrahl auf alle mitnehmen können. Kostet auch nur 8 Magiepunkte. Ist also im Prinzip eine mega Verbesserung, wenn man es so will. Vor allem auf jedes Vieh dann 10% Chance, dass es sofort stirbt. Mit Chancen habe ich es eigentlich nicht so. Aber wir nehmen mit, was wir können. Ah, wie komme ich da runter? Dann kann ich doch hier bestimmt... Ja, okay. Und da haben wir eine Kiste mit einem ungeschliffenen Smaragd. Gut, dann würde ich sagen, da das Ganze schon wieder ein bisschen größer geworden ist, machen wir hier ganz kurz eine Break. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao.